Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Ihr habt ihn euch gewünscht, den ausführlichen Akku-Check von 100 bis 0% vom Sony Xperia Z2. Also habe ich mich mal wieder einen kompletten Tag hingehockt und habe alles komplett runterlaufen lassen. Das Ganze sollte, wie auch schon bei den letzten Malen beim Galaxy S5 und beim HTC One M8, natürlich möglichst realistisch einen Durchschnittstag eines jeden von uns irgendwie widerspiegeln. Deswegen habe ich viele, viele unterschiedliche Sachen gemacht. Akku, nein, Helligkeit mal höher, mal niedriger, WLAN an, Bluetooth an, NFC an, ein bisschen gezockt, viel im Internet gesurft, YouTube-Videos geschaut, Mails synchronisiert und so weiter. Ihr kennt das Spiel vielleicht doch vom letzten Mal. Ich habe am Ende aber noch eine sehr, sehr aufschlussreiche Grafik drangehängt, sowie auch einen Akkulaufzeitsvergleich mit dem M8 und dem S5. Das heißt, schaut euch das Ganze an. Ihr könnt es dann ganz genau, fast schon Minute für Minute oder Prozent für Prozent am Ende durchgehen und wisst dann, was in etwa wie viel verbraucht. Ich will auch gar nicht lang quatschen, das soll schon gewesen sein. Am Ende gibt es die Übersicht. Viel Spaß!
So, da sind wir jetzt also. Was soll ich sagen? Ich bin mit der Laufzeit vollkommen zufrieden. Ein bisschen stärker als das M8, ein bisschen schwächer als das S5. Ist natürlich, wie gesagt, ein Durchschnittswert. Jeder von uns verwendet sein Smartphone anders. Deswegen können die Ergebnisse auch bei allen anders sein. Falls ihr Bock habt, ich verlinke euch hier einfach in der Übersicht nochmal die jeweiligen Akkutests zum S5 und M8. Könnt ihr ja mal vorbeischauen. Das war's von mir. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao.